Wird es eventuell Chronicle 2 doch noch geben? Das ist natürlich eine gute Frage. Zuletzt wurde von Josh Trank das Ganze dementiert und hat gesagt, warum das Ganze nie kommen wird. Das war im Jahr 2020. Doch jetzt zuletzt hat Produzent John Davis erklärt, dass es wohl doch noch Hoffnung gibt. Er erzählte gegenüber Forbes, dass man wohl bei 20th Century an Chronicle 2 arbeitet. Und auch das, was er erzählt hat über die Pläne, klingt schon recht konkret, denn diesmal soll eine weibliche Figur im Mittelpunkt stehen und dann wird die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt, 10 Jahre nach der Sache in Seattle. Man beschäftige sich dann thematisch mit dem Kampf zwischen Fake News und wahren News und nimmt sich wohl auch Vertuschungen vor. Und man würde die nächste Generation zu sehen bekommen, die besondere Kräfte erhalten und die Jungfrauen, von denen Chronicle 2 handelt, würden gerade das College hinter sich lassen. Allerdings sollten wir das Ganze mit Vorsicht genießen, denn das ganze Thema ist wohl noch sehr verfrüht. Das wird zumindest Adam B. Very von Variety erfahren haben und er hat auch wohl von einer Quelle erfahren, dass sich das Projekt bisher seitdem nicht von der Stelle bewegt hat. Es wird einen weiteren Actionfilm von John Wick-Autor Derek Kolstad geben. Bei dem Film handelt es sich um Coyote Blue und Amazon hat sich nun die Rechte an dem Film gesichert. Das Skript dazu ist zwar noch nicht fertig, aber Amazon hat sich trotzdem überzeugen lassen auf Basis eines Pitches. Trotz dessen, dass sich das Ganze noch in einem ziemlich frühen Stadium befindet, soll man wohl auch schon einen Darsteller haben für die Hauptrolle, und zwar Sterling K. Brown. Und nicht nur das, es soll wohl auch eine Regisseurin schon dabei sein. Wie Variety berichtet, soll es sich dabei um Hanel M. Culpepper handeln. Doch worum geht es überhaupt in dem Film? In Coyote Blue soll Brown einen scheinbar ganz normalen Mann spielen, der eines Tages von einem skrupellosen Verbrechersyndikat gejagt wird. Seine Verfolger müssen aber schon bald lernen, dass der Mann über eine ganze Reihe von tödlichen Survival-Skills verfügt. Das Ganze klingt auf jeden Fall mega spannend. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das Ganze für euch klingt. Leider gibt es aber noch keine Info darüber, wann wir mit dem Film rechnen können. Bei Sonic the Hedgehog 2 wird Idris Elba mit dabei sein. Er wird seine markante Stimme dem Charakter Knuckles leihen. Elba selbst bestätigte seine Rolle in der Fortsetzung mit einem Bild von Knuckles Hand und den Worten Knock Knock. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, bis wir das Ganze zu sehen bekommen, dauert es aber noch ein bisschen, denn Sonic the Hedgehog 2 soll am 7. April 2022 seine Premiere feiern. Endlich hat Netflix die Hauptdarsteller der kommenden Live-Action-Serienadaption Avatar Herr der Elemente bekannt gegeben. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, denn es ist ja mittlerweile schon 3 Jahre her, nachdem das Ganze angekündigt wurde. Die Rolle des Avatars übernimmt der 11-jährige Filipino-Kanadier Gordon Cormier. Er wird der Herr über die 4 Elemente und somit der Hüter des Gleichgewichtes und des Friedens der Welt sein. Die Rolle der Katara übernimmt die kanadische Sängerin und Schauspielerin Cavendio Tarbell. Ihren älteren Bruder Sokka wird vom US-Schauspieler Ian Ousley verkörpert. Die Rolle des erfahrenen Feuerbändigers Zuko und somit der Gegenspieler des Trios übernimmt Dallas Liu. Wann das Ganze bei Netflix starten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir werden euch da aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald wir was wissen. Also, wenn ihr hierzu und zu allen anderen News nichts verpassen wollt, dann dürft ihr uns jetzt gerne einmal kostenlos abonnieren. Zum Kevin allein zu Hause Reboot Home Sweet Home Alone ist nun endlich Story, Titel, Starttermin und auch der Cast bekannt. Den Titel habe ich ja schon bereits verraten, und zwar Home Sweet Home Alone soll das Ganze heißen. Und kommen wir dann jetzt zur Story des Films. Genauso wie im originalen Film wird ein Junge, in dem Fall namens Max Mercer, allein zu Hause zurückgelassen, während die Familie die Feiertage in Japan verbringt. Doch er bleibt natürlich nicht lange alleine, denn schon bald kommt ein Ehepaar und will in das Haus der Familie einbrechen, um dort ein wertvolles Erbstück zu stehlen. Max verteidigt dann das Zuhause, wobei es dann zu urkomischen Verwicklungen epischen Ausmaßes kommen soll und er erkennt, dass es nirgends so schön wie daheim ist. So viel auf jeden Fall zur Story, kommen wir nun zum Cast. Die Hauptrolle Max Mercer wird gespielt von Archie Yates und das Ehepaar wird gespielt von Ellie Kemper und Rob Delaney. Und das Ganze bekommen wir dann am 12. November 2021 auf Disney Plus zu sehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die alten Kevin allein zu Hause Filme gesehen habt und ob ihr euch auch das Reboot dazu angucken werdet.
Dwayne Johnson und Emily Blunt werden nach Jungle Cruise ein weiteres Mal zusammenarbeiten. Diesmal bei einem Abenteuerfilm basierend auf dem Leben von Kate Warren. Kate Warren ist eine Detektivin, die im 19. Jahrhundert lebte und ihr gelang es, als erste Frau in die Pinkerton Detective Agency aufgenommen zu werden. Später arbeitete sie dann im amerikanischen Bürgerkrieg als Spionin für die Nordstaaten. Hierbei wird aber nur Emily Blunt vor der Kamera stehen, zumindest laut aktuellem Stand, denn Johnson wird bisher nur als Produzent mit dabei sein. Außerdem wird das Projekt nicht wie Jungle Cruise bei Disney entstehen, sondern Amazon hat sich hierbei die Rechte an dem Film gesichert. Einen offiziellen Titel gibt es bisher noch nicht und auch leider noch keinen Starttermin. Das war's auch schon wieder mit den heutigen News. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben da.